Köln. Im Stadtteil Mülheim lebt Familie seit Jahren vom Arbeitslosengeld II, dem sogenannten Hartz IV. Ich bin Markus. Ich bin Jessica und das ist unser Sohn Jerome. Und wir erwarten unser zweites Kind. Wir bekommen Hartz IV. Wir haben im Monat 954 Euro zum Leben. Außerdem zahlt ihnen das Jobcenter die Miete und die Heizkosten. Markus ist 22, Jessica 24, ihr Sohn Jerome 3. Jessica hat noch nie richtig gearbeitet, Markus seit mehr als 2 Jahren nicht mehr. Etwas daran ändern wollen sie nicht. Arbeiten in Deutschland lohnt sich nicht, weil der Mindestlohn bis 8,50 Euro ist. Ja, sag mal, wenn man nichts gelernt hat, ist das eigentlich noch okay. Aber die ganzen Abzüge, was dann abgezogen wird, Kirchensteuer etc., Strom, Miete, da bleibt dir auch wieder Regelsatz hat 4 übrig, zusammen 400-500 Euro, dann kannst du auch von der AG leben. Markus hat weder Abschluss noch Ausbildung, aber hohe Ansprüche. Also ich habe ein Abgangszeugnis von der 8. Klasse. Für ein Gehalt so 16 bis 1800 netto werde ich schon arbeiten. So Kloreiniger, du weißt, so Kloputzen oder so, hier, McDonalds oder so, Scheiß weg machen, der Wettschritt machen. Ich auch nicht. Mit ihren fast 1000 Euro Hartz IV kommt die dreiköpfige Familie offenbar auch so gut über die Runden. Gesunde Ernährung ist eigentlich sehr wichtig. Auch für meinen Sohn. Der soll ja auch viel Gemüse essen. Neben der Ernährung legen die Eltern auch viel Wert auf die soziale Entwicklung ihres Dreijährigen. Allerdings mit einer sehr zweifelhaften Herangehensweise. Es gibt ja manche Eltern, die sagen dann, ja, guck mal, ihr Sohn ist ja 3 Jahre alt und spielt schon mit so einem PSP-Ding rum. Das ist ja erst ab 18. Aber der versteht das ja wieso noch nicht, wo der noch so klein ist. Habe ich mir gedacht, okay, für zu Hause. Ne? Dabei hätten beide Elternteile genug Zeit, sich mit ihrem Sohn zu beschäftigen. In dem Sinne bin ich eigentlich schon Sozialschmarotzer, der das Geld nimmt vom Amt, weil eigentlich könnte ich auch arbeiten gehen und mein eigenes Geld verdienen. Auch für Jessica kommt ein Job nicht in Frage. Die 24-Jährige ist zum zweiten Mal schwanger und inzwischen kurz vor dem errechneten Geburtstermin. Ich verhüte ihn, ich habe ja kein Kondom benutzt. Ich habe ja vorher die 3-Monats-Spritze genommen beim Jerome und dann habe ich die ja abgesetzt. Dann ist das passiert, aber muss man dahinter stehen, ne? Wenige Tage später ist es dann soweit. In einem Kölner Krankenhaus erblickt die kleine Samira das Licht der Welt. Markus ist zu Hause bei Jerome geblieben. Der 22-Jährige muss sich an die doppelte Vaterrolle erst noch gewöhnen. Also, wo meine Tochter auf die Welt kam, da habe ich mich sehr gefreut. Ich war zwar nicht bei der Geburt dabei, aber ja, jetzt habe ich 2 Kinder. Jetzt muss ich gucken, wie das Leben weitergeht. Ja? Meine Freundin ist voll geweckt, habe ich voll den Schock erstmal bekommen, weil die hat voll die Wehen gehabt. Dann hat sie den Krankenwagen angerufen, weil ich war voll im Tiefschlaf. Und dann habe ich erstmal mir eine Zigarette gestopft, habe ich mir erstmal eine geraucht, zum Runterkommen. Und dann ist sie auch schon ab ins Krankenhaus gefahren und habe ich diese Nacht eigentlich kaum geschlafen. Ne? Also voll im Stress halt so. Geschockt auf einmal erstmal. Stress ist der 22-Jährige nicht gewohnt. Hier lässt es gerne etwas ruhiger angehen. Jerome, komm mal rein. Wie fandst du deiner Schwester? Komm, hier. Ja. Freust du dich? Ja. Wie heißt denn deine Schwester? Samira. Samira, ne? Samira. Genau. Markus hat keinen Job und keine Ausbildung, aber jetzt 2 Kinder zu ernähren. Sorgen um die Zukunft macht er sich trotzdem nicht. Erstmal habe ich keine Lust, über das Geld jetzt nachzudenken, weil mein Kind ja heute gekommen ist. Und erstmal andere Sorgen. Weil Geld ist eigentlich keine Rolle. Ja. Geld kriegt man immer irgendwo her. Irgendwo ist in Markus' Fall seit mehr als 2 Jahren das Amt. Speyer in Rheinland-Pfalz. Hier lebt die 35-jährige Irina mit ihren 2 Kindern, dem 11-jährigen Nico und der 14-jährigen Jennifer. Ich bin alleinerziehende Mutter und habe 2 Jobs. Ich bin stolz auf meine Mama, dass sie so viel arbeitet und für uns ein Vorbild sein möchte. Vom Staat zu leben kommt für mich nicht in Frage. Ich habe Verständnis dafür, dass wir nicht immer genug Geld haben. Mit ihren 2 Jobs verdient Irina 1.579 Euro im Monat. Die gelernte Fleischerei-Fachfrau arbeitet als Zustellerin für Zeitungen und Briefe. Ihr erster Job beginnt um 4 Uhr in der Früh. Das bedeutet, dass schon um 3 Uhr nachts der Wecker klingelt. Stunden bevor ihre Kinder aufstehen müssen, verlässt die Multijobberin die Wohnung.
Irgendwie muss ich das spacken, weil ich alleinerziehend bin. Und ich will für meine Kinder Vorbild sein. Und man kann arbeiten, wenn man Kinder hat. Die Zeitung trage ich vom Dienstag bis Samstag aus, von 3:30 bis um 6 Uhr, 6:30 meistens. Und die Post trage ich dann von 7 Uhr bis 14 Uhr meistens aus. Danach kümmert sich die alleinerziehende Mutter noch um den Haushalt. Viel Zeit für sich bleibt da nicht. Mein Tagwerk ist schon zu Ende, zwischen 11:30 und 12:00. Um 3 Uhr hat mein Wecker gerappelt. Mich motiviert es so zum Aufstehen, weil ich nicht daheim sitzen kann. Mir fällt die Decke auf den Kopf, das ist erstens. Und zweitens, ich bin so ein Mensch, wo halt gern draußen ist und was machen tut. Der Job als Zustellerin ist belastend, auch körperlich. Besonders bei schlechtem Wetter. Doch auf Kosten anderer zu leben, kommt für Irina nicht in Frage. Leute, die wo Hartz IV beziehen, finde ich nicht okay. Weil die können ihr Arsch bewegen, ehrlich gesagt, auf Deutsch gesagt. Aber tun es nicht, einfach daheim rumzuhocken. Ich verdiene halt 11 Euro, ist auch nicht viel, aber bin draußen. Zu den 1.579 Euro Lohn kommen noch Unterhalt von ihrem Ex-Mann und Kindergeld. Insgesamt hat Irina im Monat 2.370 Euro zur Verfügung. Davon bestreitet sie sämtliche Ausgaben. Also ich muss 750 an die Miete zahlen, 100 Euro an Stadtwerke abzahlen, Autoversicherung um die 65 Euro, das Auto noch als Kredite zum Beispiel abbezahlen, 200 Euro, 200 Euro für meine Tochter ihr Unterricht abzahlen, für mein Handy muss ich um die 70 Euro abzahlen, ein paar Rechnungen oder halt noch was dazukommt, muss ich dann jeweils noch mal dann abbezahlen. Unterm Strich bleiben der Familie nur knapp 500 Euro zum Leben. 7 Uhr. Wenn Irina mit ihrem zweiten Job als Briefzustellerin beginnt, ist es auch für die Kinder Jennifer und Nico langsam Zeit aufzustehen. Bei uns funktioniert es so, dass ich morgens schon unterwegs bin auf der Arbeit und dann rufe ich jeden Einzel erst meine Tochter Jenny an und dann danach rufe ich den Nico an, dass sie aufstehen und sich fertig machen für die Schule. Morgen. Jenny, stehst du bitte auf? Okay, dann. Tschüss. Die Jenny hat mir schon ein paar Mal gesagt, dass sie den Wecker stellt, aber sie sollten, die machten wieder aus. Und mich kann sie am Telefon halt nicht mehr ausmachen. Deswegen tun sich kein Wecker zu stellen. Ist für mich auch viel, wie soll ich sagen, viel leichter, dass sie weiß, dass sie beide wach sind. Hallo. Guten Morgen, Nico. Stehst du bitte auch auf? Ja. Dann fertig machen, gell? Okay. Okay. Tschüss. Tschüss. Früher habe ich so gemacht, dass ich für eine halbe Stunde heimgefahren bin, habe ich so aufgeweckt. Aber für den Sprit, sage ich mal, ist für mich unnötig zu fahren. Jennifer und Nico haben sich längst daran gewöhnt, ohne ihre Mutter in den Tag zu starten. Für mich ist es ganz normal, dass ich nicht persönlich von meiner Mama geweckt werde, weil es ist so zum Alltag geworden. Ja, ich finde das normal, dass man arbeitet, um Geld zu bekommen und ja, ich bin stolz. Mit 14 und 11 sind die beiden sehr selbstständig. Für Irina jedoch ist es nicht leicht, dass ihre Kinder auf vieles verzichten müssen, was bei anderen selbstverständlich ist. Ich werde gern mit meinen Kindern frühstücken, geht aber meistens sehr selten, das ist Sonntag. Anfang des Monats ist bei mir das erste Geld da, von dem Kindergeld, um was essen holen und so, das Trinken holen. Und dann kommt mein Gehalt halt am 11.10. kommt mein Gehalt. Dann gehen die ganzen Rechnungen ab, kann man sagen. Das heißt, es wird auch manchmal mit dem Essen eng? Ja, genau, bei uns wird es dann mit dem Essen eng. Da kann man nichts. Erkläre ich den Kindern, dass es halt nicht geht im Moment. Also ich verstehe schon, dass meine Mama halt zwar viel arbeitet, aber nicht so viel, dass nicht so viel Geld am Ende übrig bleibt. Aber ich bin zufrieden mit dem, was ich habe. Irina kann ihren Kindern vielleicht nicht alles kaufen. Dafür gibt sie ihnen aber wichtige Werte mit auf den Weg. Köln-Mülheim.
Zwei Tage nach der Geburt können Markus und Jessica die kleine Samira mit nach Hause nehmen. Die jetzt vierköpfige Familie lebt in einer 75 Quadratmeter Wohnung. Jerome und Samira haben jeweils ein eigenes Zimmer. Guck mal, da ist meine Schwester das Zimmer. Guck mal, schön. So, tun wir die erstmal ausziehen. Komm mal her. Schön, das Kinderzimmer. Ist das schön? Ja. Schöner wie deins? Ja, deins war mit dir nächstes auch neu, ne? Zusätzlich zum Regelsatz können Hartz-IV-Empfänger Beihilfen für eine Erstausstattung beantragen. In diesem Fall handelt es sich aber eher um eine Zweitausstattung. Beim Jerome haben wir auch die Erstausstattung bekommen. Die Möbel, die wir noch hatten. Vom Jerome fand ich eh nicht so schön, das Bett. Es war auch für Mädchen nicht so schöne Farben, so braun und weiß. Da haben wir die alle weggeworfen. Die Entwicklungsmode war eh schon total am Arsch, war locker. Die haben wir auch auf den Sperrmüll geworfen. Jede Bedarfsgemeinschaft hat nur einmal Anrecht auf eine Erstausstattung. Eigentlich. Bei der zweiten Schwangerschaft, die Erstausstattung hätten wir normalerweise nicht bekommen. Aber ich habe Einspruch eingelegt beim Amt. Die Frau kam vom Jobcenter, hat eine Prüfung gemacht für die Erstausstattung, ob wir schon Sachen haben. Aber wir hatten ja keine mehr. Und dann wurde das genehmigt, dass wir diese Erstausstattung kriegen. Doch damit nicht genug. Markus und Jessica haben gleich noch an anderer Stelle abkassiert. Dann sind wir zu Esperanza gegangen, bei den katholischen Frauen. Und haben die gefragt, ob wir vom Jobcenter schon Erstausstattung bekommen haben. Er sagt, nein, haben die uns nicht. Ja, dann haben die gesagt, hier ist eine Liste, kreuzen an, was die brauchen. Alles habe ich angekreuzt. Sogar Sachen, die ich gar nicht kannte, was am Blatt drauf stand. Ja. Wir haben insgesamt 591 Euro bekommen für Unterstützung für die Kleine. 350 Euro waren einmal vom Caritas, also katholische Frauen. Und 241 Euro waren vom Jobcenter. Die 240 Euro waren insgesamt in einer Stunde oder anderthalb Stunden waren die dann schon weg. Dann, ne? Das ist doch kein Geld. Das ist wenig, 240 Euro, das kriegen wir dafür gar nichts. So kleine Schüchchen. Hier für den Sommer, das hat der Markus geholt. Hier die Schüchchen. Also die hat schon wie Sand am Meer. Hier Schüchchen. Hier. Also das sind jetzt die kleinsten Schüchchen. Ich schätze mal so 20 bis 25 Schuhe hat die jetzt. Also die Sachen, die hier im Kleiderschrank sind, die sind alle neu hier. Das hat der Markus auch für die Kleine mal geholt. Den Adidas-Anzug. Ja, der hat 50 Euro gekostet. Ich fand den cool, ich wollte den direkt haben. Ja. Der 22-Jährige greift gerne zu. Nur nicht, wenn es um einen Job geht. Zurzeit arbeitet er trotzdem täglich in einem gemeinnützigen Sozial- und Kulturzentrum, wenn auch gezwungenermaßen. Ich mache die Sozialstunden, weil ich sonst, wenn ich die nicht mache, komme ich in den Knast. Weil ich eine Geldstrafe bekommen habe von 800 Euro, weil ich Körperverletzung gemacht habe. Ja, und ich konnte das nicht bezahlen. Markus arbeitet hier Vollzeit. Eine ungewohnte Erfahrung für den Langzeitarbeitslosen. Also ich bin arbeitslos seit 2 Jahren. Ich habe den Job geschmissen, weil meine Freundin schwanger war. Und ich wollte mehr Zeit mit ihr verbringen. Und auch so freizeitmäßig. Und halt, ich hatte da auch nachher gar keinen Bock mehr. Im Bürgerhaus Mütze verrichtet Markus hauptsächlich einfache Hilfstätigkeiten. Markus! Ja? Okay. Wir sind ein bisschen spät dran. Außendienst, wo wir gestern von gesprochen haben. Okay. Du hast den Besen bitte zur Seite. Yeah. Der Verein betreibt ein sozialgewerbliches Möbellager. Auch das Abholen von Sachspenden gehört zu Markus' Aufgaben. Ich kann den Namen hier gar nicht aussprechen. Guck mal, dass du den an der Klinge findest. Ja. Freundlich sein, sagst du, möchtest die Spende abholen. Ja, ja, mach ich. Ja? Wollten die Spende abholen von der Mütze? Ja, bitte schön, kommen Sie rein. Okay. Ich habe alles eingepackt. Auch wenn es sich um Sozialstunden handelt, man sieht, dass Markus durchaus arbeiten kann, wenn er muss. Das war's, ne? Ja. Dann wollte ich mich noch mal bedanken für die Spende. Ja. Vielen Dank. Dankeschön, Ihnen auch. Sie arbeiten. Jo. Dass er das nicht ganz freiwillig tut, behält der 22-Jährige in diesem Moment lieber für sich. Komm, rein. Ja. Auf ihn. Ab ins Nest wieder. Markus müsste nicht von Hartz IV leben. Er kann arbeiten, aber er will nicht. Zurück zur Familie.
nach Speyer. Wenn die 14-jährige Jennifer aus der Schule nach Hause kommt, heißt es für sie erst einmal Hausarbeit statt Hausaufgaben. Mama Irina hat Lieferwagen und Zeitschriften gegen Roller und Briefe getauscht. Mit ihrer zweiten Runde als Zustellerin ist die Multijobberin meist gegen 14 Uhr fertig. Pro Tag habe ich normale Briefe, Stückzahl haben die 350. Es kommt drauf an, halt. Meistens sind Kataloge dabei, da wären es halt mehr. Ja, aber was meine Mama macht, ist wirklich richtig anstrengend. Und dann kriegt sie noch sehr wenig Geld dafür. Das finde ich ein bisschen unfair. Das finde ich wirklich unfair. Für den Beruf, das, was sie zahlen, bin ich schon froh. Und bin überhaupt froh, dass ich Arbeit habe. Egal, was die zahlen pro Stunde. Irina ist alleinerziehend. Da müssen auch die Kinder zu Hause mit anpacken. Für Jennifer ist das ganz normal. Also ich meine, ein paar, die ich kenne, die machen so gar nichts im Haushalt. Das machen halt alles die Eltern. Ich denke, da bin ich schon ein bisschen weiter. Ja, das kriegt man so beigebracht. Nach der Wäsche kümmert sich die Schülerin auch ums Mittagessen. Der Vater von Jennifer und Nico hat sich schon vor 6 Jahren von der Familie getrennt. Hallo. Hallo. Was gibt's zum Essen? Spaghetti. Weißt du schon, wann Mama nach Hause kommt? Nein. Dann ruf ich mal an. Mama, wann kommst du heute nach Hause? Jenny, warte mal. Meinst du, in einer halben Stunde ist Essen fertig? Schon längst. Okay. Ich habe mich in den ganzen Jahren schon daran gewöhnt, dass die Mama nicht immer zu Hause ist, aber ja. Nico, kannst du mal die Soße bitte ausmachen? Soll ich dir helfen? Nee, geht so. Die Mama weiß es halt auch nicht genau, wenn wir sie anrufen, dann weiß sie es halt auch nicht ganz genau, wann sie kommt. Sie sagt manchmal eine halbe Stunde und dann dauert es doch ein bisschen länger. Solange eben, bis der letzte Brief verteilt ist. Hallo. Hallo, ihr Kinder. Hallo. Hallo, Jenny. Hallo, Nico. Und, hallo. Wie war die Schule? Wie immer. Leider. Hä? Wie immer. Wie immer? Oh, das ist aber schön, Jenny, dass Essen fertig ist. Ich zieh mich gerade schnell um und dann können wir essen. Okay? Okay. Das gemeinsame Mittagessen ist für Familie die erste Gelegenheit des Tages, in Ruhe wichtige Angelegenheiten zu besprechen. Heute geht es um einen großen Wunsch von Jennifer und Nico, einen Zimmertausch. Meine Schwester und ich wollen die Zimmer tauschen, weil sie das Größere möchte. Mich stört in meinem Zimmer, dass es zu klein ist und dass ich nicht genug Platz habe. Ich möchte nicht mehr so ein großes Zimmer haben, weil ich dann zu viel aufräumen muss. Und wenn Nico dann auch noch ins Zimmer kommt, dann ist hier noch weniger Platz. Doch eine solche Aktion verursacht ungeplante Kosten. Denn die Geschwister hätten auch gerne ein paar Dinge neu. Also ich und Jenny haben untereinander besprochen, dass wir die Zimmer tauschen wollen. Ah, okay. Und warum? Wir sind sowieso immer in meinem Zimmer und mein Zimmer wird langsam zu klein dafür. Ach so, okay. Das haben wir schon gemerkt, dass ihr in deinem Zimmer öfter seid. Und was wollt ihr da machen? Ich möchte schon mal keine Tapeten mehr in meinem Zimmer. Mhm. Du wolltest Striche haben. Ja. Und du? Was willst du in deinem Zimmer? Mit Farbe drauf. Und was noch? Ein Bett. Neues. Mhm. Okay. Dann können wir ja gucken, was die Farbe erstmal kostet. Das kann sein, dass es für den Monat nicht reicht, Jenny, das Bett noch zu holen. Ja, okay. Also wenn das die Miete und der Strom abgeht, dann habe ich so ungefähr vielleicht um die 400, 500 Euro übrig. Und von dem muss ich ja noch ganzen Monat leben. Ja, ich ärgere mich dann schon ein bisschen, warum das nicht reicht. Und ja, dass ich das gern haben würde oder so. Und dass andere das haben. Aber es geht halt nicht.